Herzlich willkommen beim diesjährigen Osterball an alle Freunde der JVB Nationalsport Leubersbach. Schön, dass ihr wieder gekommen seid. Danke. Besonders willkommen heißen möchten wir unseren ÖVP-Bezirksobmann Hermann Hauer. Und Vizebürgermeister Franz Birnbauer mit Ratte. Somit hätten wir die wichtigen Leiter der Raucherabteilung begrüßt. Somit sind wir gleich bei einem wichtigen Punkt im Sagesrauchverbot. Weiters begrüßen möchten wir JVP-Bezirksobmann Armin Zwartl mit Begleitung. Herzlich willkommen. Und last but not least unseren Hausherrn Bürgermeister Günter Stellwerk mit Anhang. Weiters möchten wir alle anwesenden Gemeinderäte aller Fraktionen recht herzlich willkommen heißen. Ebenfalls ein herzliches Grüß Gott und geht an alle Obmänner, Funktionäre aller Vereine und Organisationen in der Gemeinde. Danke fürs Kommen. Ein herzliches Willkommen auch den Vertretern der Presse. Hallo Clemens, danke fürs Kommen. So, Küssen der Vieh haben wir ausgemacht. Ein besonderer Gruß und Dank geht auch an das Team des Burggasthofs, das sie heute kulinarisch verwöhnen wird. Kathi? Darauf hinweisen, dass während der Bolognese und der Mitternachtseinlage keine Kellner zum Tisch kommen, damit wir nicht so gestört werden. Das heißt, wenn ihr einen Durst habt, bestellt euch bitte vorher was. Auch Frau Boderin habe ich schon gesagt, jetzt habe ich jetzt Umstücke. Gut, ein herzliches Dankeschön geht auch an unseren Hauptsponsor, EFM Kirchen. Danke, Günther. Das wird ja ein Konzeptbruch, gell? Mein persönlicher Dank gilt auch meine Freunde, an alle, was da so im Hintergrund und im Vordergrund mit umschwirren, sei es Tischdekoration, sei es Saaldekoration, sei es am Eingang, die ein bisschen älteren Semester am Eingang, die Tänzer, die in der Bar unten, in der Sektbar, die alle vorne und hinten alles mit viel Herz und Herzblut in den nächsten Wochen einstudiert haben. Herzliches Dankeschön. Für die Einstudierung der Bolognese danken wir recht herzlich der Silvia. Für die musikalische Unterhaltung altbewährterweise Billy Funkensauber. Herzlichen Dank. Gut, dann ab ca. 21 Uhr haben wir die Bar eröffnet und weiter gibt es einmal die Revival Bar. Früher die Sektbar, was früher die Sektbar war. Also ganz interessant. Wir wissen es aber bis jetzt noch nicht, was man da unten kriegt. Wie jedes Jahr gibt es auch heuer die Mitternachtsverlosung. Das war jetzt noch dein Text, aber übernimm dir den. Heuer neu, es werden viele schon mitgekommen, die haben so kleine Hasel gekriegt, die Damen, bei der Öffnung, auch beim Reinkommen. Das ist die Krönung zum Ball Osterhäsin und zum Ball Osterhasen.
Wir haben lange einen Namen überlegt, aber Rammler und Rammlerin wollten wir da nicht so wirklich. Jetzt haben wir das ganze Kind so getauft. Und zwar wird das so funktionieren: Im Laufe des Abends haben Sie die Möglichkeit, kleine Hasen zu erwerben und die zu verschenken. Oder man kann sie es auch selber kaufen. Die Frau bzw. der Mann, der dann zur Mitternacht, also bei der Mitternachtsverlosung, wenn wir das auflösen, die meisten Hasen bekommen hat, gewinnt den Hauptpreis. Das ist dieses Jahr ein Thermengutschein im Wert von 50 Euro, gespendet von Herrn Bürgermeister Günther Stellwerk und Herrn Vizebürgermeister Franz Birnbauer. Herzlichen Dank dafür. Das Einzige, wir bitten um Fair Play, also es ist verpönt, dass man die Hasen stiehlt oder sonst irgendwas. So, Schlusswort übergebe dir. Ja, dann sage ich mal danke fürs Kommen, ich wünsche Ihnen einen schönen Osterball und ja, gute Unterhaltung. Wow.
Darf ich Sie auf das Allerherzlichste hier begrüßen. Wir wünschen gute Unterhaltung und viel Spaß. Du hast Hunger bis in den frühen Morgen. Bei uns kann es losgehen. Musik quer durch den Gemüsegarten. Let's find each other tonight.